Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Fallout 4. Wir sind hier in einem, ja, wie überall momentan auf der Welt, ziemlich ramponierten Häuschen, Gebäude, wie auch immer, wo sich möglicherweise Verbündete von uns aufhalten. Die wurden von Raidern angegriffen, aber denen haben wir mal kurz einen Prozess gemacht, also mit ihnen. Und wir erkunden gerade ein bisschen... ja, diese Bruchbude hier, ob wir irgendwelche Schätze finden. Auch sieht dieser Raum hier recht verdächtig aus mit dem Computerterminal, denn das können wir entsperren und das wäre auch was für Einsteiger. Also würde ich sagen, wir probieren es einfach mal. Willkommen beim Termlink von Robock Industries TM. Robco, Entschuldigung. Passwort erforderlich. Aha, okay. Puh. Wähle mit Maus 1 ein mögliches Passwort. Ist dein gewähltes Passwort nicht richtig, wird die Zahl der richtigen Buchstaben sowohl Positionen als auch Buchstabe selbst auf dem Bildschirm angezeigt. Aha, okay. Na dann schauen wir mal, ne? Da vielleicht? Das da? Zugriff verweigert. Treffer 0. Schön. Dann, was wäre noch? Book 5, vielleicht? Ja. Schau, richtig. Ja, schön. Amt für Parks und Freizeitanlagen Concord. Sicherheitstor entriegeln. Ja, bitte. Sicherheitstor entriegelt. Also entriegeln. Müsste passen jetzt, ne? Schauen wir mal. Dürfen wir rein? Ja! Hurra! Schau mal, Schnuffel. Oh. Hat er sich gerade... naja, hat irgendwie ausgeschaut, als wenn er sich im Dreck gewälzt hätte. Aber ist wurscht. Ist ein Hündchen. Ja, und was gibt es jetzt hier? Nur dieses Gerät. Vielleicht sollte ich mal zusperren, aber ich habe... ich hoffe, ich... geöffnet. Ja, okay, wir haben uns nicht eingesperrt. Fusionskern nehmen. Ach so. Oh. War das jetzt gut? Ich hoffe mal. Schön. Da machen wir da auf. Na, Hündchen? Alles gut? Hm? Schaut gut aus. Dann gehen wir einfach mal die Treppen da rauf, weil ich glaube, oh, ruck, da drüben müssten wir alles erledigt haben, ne? Da waren wir, da sind wir runtergegangen. Oh, schau mal, Klebeband. Voll das Klebeband übersehen. Pfui, pfui. Schäm dich, Zocki, schäm dich. Da war ich brav, jawohl. Ja, echt, muss ich mich glatt mit mir, also muss ich mit mir selber schimpfen, da. Da ist nix. Es ist halt auch, es ist so viel Krempel, ne, überall irgendwie. Da kannst du schon mal was übersehen, das ist echt, echt übel. Aber wahrscheinlich ist eh mit Absicht ein bisschen mehr von dem Zeugs da, dass wenn man mal was übersieht, dass es kein Genickbruch ist. So, oberer Schädelteil. Naja, es schaut eher, aha, das Kiefer fehlt, okay. Buffood. Na, was winzest du denn? Hm? Schau mal darüber. Hallo? Ups. Ich glaube, die haben uns jetzt gesehen. Vorsicht. Psst. Hundi, sei leise. Hab sie gefunden. Bam. Na, nachladen. Brav, Hundi. So ist brav. Da, in den Arsch geschossen. Jawohl, Katschanga. So, und der nächste Trottel. Wo ist er denn? Huch. Das Hund ist wieder schneller als wir. Ich nehme gleich mal alles mit. Eine Pistole, Anzug und so weiter und so fort. Ah, da wäre ein Dings gewesen. Hundi, wo bist du? Und ins Kreuz rein. Jawohl, so muss das ausschauen. Ach, das hast du fein gemacht. Wie geht's dir, Kumpel? Das hast du fein gemacht.
Billardquoie, Lederrüstung und Raiderleder. Nehmen wir auch alles mit. Jetzt ist er wieder nackig, der arme Kerl. Das hast du fein gemacht. Ja, du bist echt brav. Du bist echt brav. Hey Junge, kannst du was für mich finden? Gegner, Gegenstände. Ja, probier mal mit Gegenstände. Was findest, Junge. Na, such mal. Ich folge dir. Hund hat nichts gefunden. Okay. Dann würde ich sagen, wir glauben hier alles zusammen. Psycho. Aha. Zwei Stück. Okay, die Gasflasche besser nicht anschießen, glaube ich. Das wäre... 8 Schrottpatronen. Das wäre, glaube ich, jetzt ein bisschen ungesund. Aber das ist nur eine Vermutung. Die Musik ist gerade ein bisschen... ja. So friedlich. Amerikanische Freiheitskämpfer. Dieses Wandgemälde erinnert an die vielen Opfer unter den tapferen Männern und Frauen der US-Streitkräfte. Von Lexington und Concord bis zur Küste Iwo Jimas, vom Mare Tranquillitatis, okay, bis zur Anchorage-Front haben Amerikaner im Laufe der Zeiten, ich spreche das sicher falsch aus, für die Freiheit unserer Nation gekämpft und ihr Leben gegeben. Mögen uns ihre Opfer daran erinnern, dass Freiheit ein Privileg vieler ist, das von einigen wenigen gewonnen wurden. Ja, ei, Soldat. So, dich haben wir ausgeraubt, ne? Das müsste passen. Hier ist nichts. Ich hätte einfach nur draufschießen brauchen, ne? Dann wären die schon durch die Gegend geflogen. Ach, da schau mal. Patronen im Pro-Revolver-Gewehr. Bunsenbrenner. Mhm. Okay, können wir die Ziegel auch mitnehmen? Nein, das ist dann doch... Das ist dann doch nicht möglich. Boah, der Hund, ne? Schon wieder in Angriffsposition. Wartet mal, ich muss nachladen. So, ja. Das war hier, glaube ich, ne? Ja, genau. Schau mal schnell mal Inventar nach. Ist da vielleicht zufälligerweise schon eine Buffen besser, als was wir da haben? Was haben wir denn eigentlich? Also wir haben da hier die Lasermuskete. Schaden 30, Zelle 23. Schauen wir mal, ob irgendwas mehr Schaden macht. Aber ich glaube nicht, oder? Ah, Splittergranaten. Ja, ist logisch, ne? Wenn die wo ein... Also sofern ich da irgendwas treffen sollte, dann ist halt Ende im Gelände. Das ist eh klar. So, also hoffentlich. Also sollte zumindest der Plan sein. Nein, nein, die passt schon noch. Die ist schon noch gut. Ach, ich verdrück mich immer. Entschuldigung. Die ist noch gut. Aber, siehst du, eins habe ich vergessen. Kleidungsstückchen. Haben wir denn Rüstung? Man kann ja Kleidung hier. Ehering ist gut, Filzhut. Habe ich denn noch irgendwas am Kopf? Ich glaube nicht, nur das Gammler-Outfit, ne? Haben wir da irgendwas? Oh, gegen Blitz haben wir 3 Schutz bei der Rüstung. Ja, ansonsten nicht so wirklich, ne? Raider-Rüstung eventuell. Gewicht hätte 7. Raider-Rüstung eventuell, was haben wir da? Naja, ist eigentlich... Na, ist nicht muss, ne? Da könnte man noch den Filzhund... Hund, genau. Filzhut anziehen und gibt es dann irgendwie noch was Eigenes? Ne, oder? Wenn wir das haben, dann ist dafür der Dingens weg, ne? Das Gammler-Outfit. Ja, ja. Dann lassen wir es so. Haben wir noch einen Hut auf der Birne? Eine Schweißerbrille. Ah, die kann man extra... Nehmen wir die halt auch, ne? Sackkapuze mit Schläuchen. Ah, die schaut fast besser aus, ne? Als der Filzhut. Entschuldigung. Ja. Ich glaube schon, dass das besser ist. Schaut halt wahrscheinlich... Wir schauen wahrscheinlich total... Hoppala, total komisch aus. Aber ganz ehrlich, Hauptsache wir kriegen weniger Schaden. Apropos Schaden. Alter, ich muss was essen. Warte, ja, schon wieder Inventar, ich weiß. Also, Hilfsmittelchen. Barfood. Aha, tatsächlich, wortwörtlich Barfoot, ja. Die Stärke, die Ausdauer, maximale TP werden kurzzeitig erhöht. Mhm.
Ich will nichts Rohes essen. Haben wir zufällig... Ja, das wäre gut. Dann nehmen wir gleich mal eins. Hat das gereicht? Ja, es reicht. Also wir wären so ziemlich voll. Oder? Oh, da wäre noch eins nicht schlecht. Warte, da konnte man ja irgendwie noch schnell auf eine Schnelltaste legen, ne? Das muss ich auch mir mal... Das muss ich auch machen. Sortieren, Favorit, auf Quetern, ne? Ja, ich würde sagen, ich lege sie mal auf die 1. So, ja. Dann tun wir noch einmal drücken und gut ist. Passt. Jawohl, rein damit. Rein damit. Hallo? Freund oder Feind? Boah, ist da finster, ne? Also dunkel. Hallo? Kann man da was sehen? Wahrscheinlich nicht. Hundi, bist du da? Schnüffel? Schnüffelchen, wo bist denn du? Komm mit. Hey. Ja, komm. Wie geht's dir, Kumpel? Wegschicken. Nö. Müssen wir das? Hey, Holen Junge, haben wir ja schon, ne? Was für mich finden? Wie wär's mit Gegner? Na, böse Jungs in der Nähe, Kumpel? Alter, was willst denn du von mir? Wenn du mir kein Leckerli gibst, dann kannst du mir einen Buckel rutschen. Ja, so schaust du nämlich auch aus. Na, ja, dann schauen wir mal weiter, ne? Gibt's da... Boah. Gibt's da drüben irgendwas? Naja, außer dass wir da runterfallen könnten. Ich mach wieder zu. Schnuffi, kommst du mit? Ich komme rein und ich ziehe jedem Einzelnen von euch die Haut ab. Komm schon, wir gehen nirgendwo hin. Und wir müssen uns um andere Sachen kümmern. Hörst du? Ich gehe mal spazieren. Aber ich komme wieder. Und dann seid ihr tot. Alter. Was zum Teufel war das? Also ich war es nicht. Wow. Wow, Alter. Alter, du Sau. Da kriegst du eine drüber gezwiebelt. Arschkopf. Blöder. Da, ich hab was getroffen. Wow. Komm, stipp weg. Wow, Alter. Huch, den hat's, ja. Huch. Da, weg mit dir. Ist er hin? Nö. Komm raus. Ja! Muhaha! Und? Was? Wo? Wer? Ja, was? Komm schon. Ich glaube, jetzt ist Ruhe, ne? Was haben wir da? Nein, ist nichts Ruhe. Ich verstecke mich mal. Jetzt aber. Wir haben Kreuzschlüssel, Raiderrüstung, Harnisch, Sackkapuze mit Schläuchen und leichte Kleidung. Ich will das hier auch mal mitnehmen. Ja, ein Kuchen, dann noch ein Schädelteil und Blechdose. Können wir dazu machen und da ist eh nichts drin. Also machen wir auch zu. Wir sind ja nicht zu. Können wir das aktivieren? Nö. Also nur aufmachen. Das meint die damit. Ich bin da mal versteckt, ne? Hundi, warum ist eigentlich Hundi nicht da? Ich habe ja ihm eigentlich nicht befohlen, dass er unten sitzen bleiben soll. Oder vielleicht doch indirekt? Ist da drin jemand? Hallo? Nein? Boah, da ist dunkel. Ah, Glühbirne und Erkennungsmarken. Schicke Haarbürste, Plastikgabel. Schicke Haarbürste, Abraxo Putzmittel. Schön! Dann können wir uns dann später das Blut von den Händen waschen oder so. Keine Ahnung. Für den Fall, dass es halt sowas in der Art ist. Da haben wir nichts mehr drin. Was haben wir hier noch? Silbermedaillon. Und hier? Nix. Da oben irgendwas? Schaut nicht so aus. Kronkorkenvorrat. Den nehmen wir gerne mit. So. Was haben wir hier? Right Away. Klebeband. Und Skalpell. Oha. Sehr schön. Haben wir hier noch was? Nein, da ist auch wieder tote Hose. Da drüben waren wir schon, da liegt auch nichts. Hier drinnen haben wir schon mitgenommen. Der Schreibtisch hat auch schon mal bessere Tage erlebt. Die Lampe können wir nicht mitnehmen. Aber hier Haarklammer und Schraubenzieher. Da ist wieder alles leer. Da ist auch alles leer. Gut. Schauen wir weiter. Aha, da ist eine Tür. Wahrscheinlich ist das ein großer Gang. Jupp. Okay, hier tut nichts liegen.
Ich hoffe, uns erwischt hier keiner. Da vorne ist so ein Kerl. Ob das ein... Sturges. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt ein Freund oder ein Feind ist. Ich lasse das mal. So. 38er Patrone. Nehmen wir gerne mit. Stimpak Impro Automatikpistole. Lederrüstung für den Fuß. Sackkapuze wieder und Lederkombi. Dann, was haben wir da? Schrotpatronen, kurz doppelläufige Schrotflinte. Holla. Die Raider-Rüstung für den Arm und eine ganz und Raider-Leder, so wollte ich noch sagen. Bist du eigentlich Freund oder Feind? Entdeckt. Mann, ich weiß nicht, wer du bist, aber dein Timing ist perfekt. Press Ach ja? Von den Minutemen des Commonwealth. Hallo. Minutemen? Was? Minutemen? Reise ich jetzt? Boah, wie schaue ich denn aus? In der Zeit? Die Menschen innerhalb einer Minute zu beschützen. Das war die Idee. Also habe ich mich ihnen angeschlossen, um was zu bewegen. Aber alles fiel auseinander. Jetzt bin ich anscheinend der letzte noch lebende Minuteman. Oh, das ist ja traurig. Und wer sind diese Leute hier? Wer sind diese Leute? Leute, die nach einem neuen Zuhause suchen. Einem Neuanfang. Ich bin seit Quincy bei ihnen. Lexington sah eine Zeit lang gut aus, aber dann haben uns die Ghule vertrieben. Vor einem Monat waren wir 20. Gestern 8. Heute sind wir 5. Nur ich, die Longs, Marcy und June. Und auf der Couch sitzt die alte Mama Murphy. Hey. Und das ist Sturges. Mhm. Und bitte, was sind Ghule? Ghule? Was sind Ghule? Gottverdammt. Wow. Du bist wirklich nicht aus der Gegend, was? Ghule sind verstrahlte Menschen. Die Aha. meisten sind wie du und ich. Sie sehen heftig aus und leben lang. Nein, das ist Aber es sind nicht. Trotzdem Menschen. Die, von denen ich rede, sind anders. Die Strahlung hat ihre Gehirne verfaulen lassen. Sie wild gemacht. Sie reißen dich in Stücke, sobald sie dich sehen. Naja, wir dachten, Concord wäre ein sicherer Ort. Die Raider sind der Gegenbeweis. Aber wir haben eine Idee. Ja, und wird das reichen? Warte mal, sag es mir, taugt hoffentlich was. Das ist super. Ja, voll motivierend. Ja, supi, alles toll, alles prima. Wird das reichen? Ich frage einfach mal blöd weiter. Wird das reichen, um diese Wahnsinnigen aufzuhalten? Sturges? Sag's ihr. Auf dem Dach ist ein abgestürzter Vertibird. Alt. Vorkriegszeit. Hast du vielleicht schon gesehen? Sieht aus, als hätte einer der Passagiere was richtig Tolles zurückgelassen. Eine komplette, unbenutzte T-45 Powerrüstung fürs Militär. Was ist denn jetzt bitte eine Powerrüstung? Klingt nützlich, ich werde nicht helfen. Boah, gefällt mir. Nee, fragen wir blöd weiter. Was ist eine Powerrüstung? Was macht diese Powerrüstung so besonders? Ein internes Servosystem von Westtech. In dem Schätzchen ist super das neue Normal. Du bist stärker, zäher, immun gegen Strahlung. Und mit dem Anzug kannst du die Minigun direkt vom Vertibird reißen. Dann bekommen die Raider eine Expressfahrkarte in die Hölle. Was meinst du? Minigun. Könnte funktionieren. Das ist Selbstmord. Gute Idee. Ja, Minigun. Und ich kann die Minigun benutzen wie ein Gewehr? Warum nicht? Die hat einen manuellen Abzug. Ziel einfach auf die Bösen und lass sie im Kugelhagel sterben. Und die Rüstung? Die hat keinen Saft. Wahrscheinlich schon seit 100 Jahren. Sie kann mit Energie versorgt werden, aber wir stecken fest. Lösung. Ich weiß nicht. Ich bin raus. Ich helfe. Na, fragen wir blöd weiter. Also, Lösung. Wie sieht die Lösung aus? Du brauchst einen alten Vorkriegs-FK. Einen Standard-Fusionskern. Eine hochwertige, langlebige Atombatterie. Wurde damals vom Militär und einigen Firmen verwendet. Und wir aber wissen, wir wo man kommen eine nicht findet. In das Ding ran. Es ist im Keller, weggesperrt hinter einem Sicherheitstor. Also, ich repariere Sachen, bastel rum. Das Umgehen von Sicherheitsmaßnahmen ist nicht mein Metier. Du könntest es probieren. Ich hab's ja mit. Zusammenfassung vielleicht? Nein, hab ich schon. Zusammenfassung brauchen wir jetzt ja nicht, ne? Wir haben sie schon. Ich hab mir den Fusionskern schon geholt. Kann losgehen. Na dann, okay. Vielleicht ist uns Fortuna doch mal hold. Steck den Kern in die Powerrüstung und schnapp dir die Minigun. Dann sehen die Raider, dass sie sich mit den Falschen angelegt haben. Viel Glück. Ja, danke schön. Aber ehrlich gesagt, der Kopfschmuck quasi gefällt mir gar nicht. Beschaff dir einen Fusionskern. Ja, aber hab ich doch schon. Das müsste auch abgehakelt sein.
Den haben wir ja mitgenommen. Was ist hier drin? Mikroskop und Sicherung. Hier ist sonst nichts. Haben wir hier irgendwas Nützliches? Nein. Servus, Sturgis. Hey, Sturgis. Was? Schau mich nicht an, Neue. Ich repariere nur Sachen. Du bist immer freundlich. Was haben wir hier? Kaffeekanne? Dann Robco Fun 7. Nicht. Du hast eine Ausgabe von Robco Fun gefunden. Enthält das Holoband abspielen Atomic Command. Aha, okay. Passt, nehmen wir mit. Oh, eine Zahnbürste. Also, sehr gut. Sturgis ist zwar groß, aber kein guter Kämpfer. Das musst du übernehmen. Ja, ja, habe ich schon geschnallt. Es hindert mich nicht daran, dass ich da jetzt Sachen mitnehme, ne? Du bist also nicht das, was Darkmeat in diesem Viertel normalerweise findet. Aber umso besser. Wer ist Darkmeat? Er ist also dein Hund. Oh, er ist nicht mein Hund, nein. Darkmeat ist absolut eigenständig. Einen solch freien Geist kann man nicht besitzen. Er sucht sich seine Freunde aus und bleibt bei ihnen. So wie bei dir. Ich habe es gesehen. Gesehen. Aha. Du bist verrückt. Bitte sag es mir. Gesehen. Du hast es gesehen? Das sind die Cams, Kind. Sie verleihen der alten Mama Murphy das dritte Auge. Schon seit ich denken kann. Drittes Auge, rede weiter, ich bin weg, das ist unglaublich. Nö, drittes Auge. Was ist das dritte Auge? Ich kann ein bisschen von dem sehen, was war und sein wird. Und sogar von dem, was gerade ist. Oh, und jetzt gerade sehe ich, dass etwas kommt. Angezogen von dem Lärm und dem Chaos. Und es ist wütend. Oh nein. Okay, ich halte es auf. Wir sind verloren. Was gibt's? Was ist es? Mama Murphy, ich muss noch mehr wissen, bitte. Ich sehe. Ja. Yeah. Ich sehe mehr. Oh, das ist so schrecklich, Kind. Klauen und Zähne und Hörner. Das Angesicht des Todes. Mehr was darf ich nicht? Das ist alles. Jetzt brauche ich Ruhe. Und du hast einen Auftrag zu erledigen. Ach du Heilige. Gehörst du zum Rettungsteam? Zurzeit, glaube ich, kann man das so sagen, ja. Wobei mich... Schau, wie niedlich. Wahrnehmungswackelbudding. Budding. Wackelpuppe. Alter Schwede, ja. Ich geb's zu, ich brauche wieder mal einen köstlichen Vanillepudding. Es ist so, ich muss mir den morgen mal machen, echt. Wahrnehmungswackelpuppe. Also ich wollte... Entschuldigung. Nur durch Beobachtung erkennt man die Schwäche. Deine Wahrnehmung wurde dauerhaft um 1 erhöht. Echt, wa? Ist ja cool. Na, geht's dir gut? Es ist nicht fair. Es ist nicht fair. Jun Long, ist alles gut mit dir? Versprochen, dass wir schaffen. Hab's versprochen. Hab versprochen, dass wir schaffen. Gott ist nicht heut. Tut mir leid. Tut mir so leid. Ah komm, jetzt beruhig dich mal. Das kriegen wir schon wieder hin. Drin bleiben. Das ist doch, derweil schon. Nein? Jemand muss was unternehmen. Ja, machen wir auch, aber... Wo ist denn eigentlich unser Hundi? Halt, was haben wir da? Abgenutztes Klemmbrett und Zigaretten, alles klar. Was haben wir hier noch? Achso, bei dem Computer, ne? Da habe ich jetzt mit Absicht nicht geschaut, weil der ziemlich leer ausschaut. Ah, wo ist jetzt das Hund? Ist der jetzt echt unten geblieben, der dumme... Oder das komische Viech, besser gesagt, ist halt ein Hund, ne? Wahrscheinlich hätte ich ihm müssen ein Leckerli geben oder was, keine Ahnung.
Muss ich den jetzt holen gehen, extra nochmal? Ja, dann weiß ich nicht. Hundi! Kommst du mit? Hundilein? Huch! Komm! Bei Fuß! Hey. Handeln, folgen. Komm mit! Komm schon! Ja, brav bist. Schenk aus Versehen auf Bleib geklickt, ne? Dann passieren halt solche Sachen. Tap, 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 tap. Und tap, 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 tap. Grüß eng. Durch das Hinterzimmer und auf das Dach. Ich halte sie von hier aus auf. Los. Ja, das ist nett. Dogmeat, los. Was haben wir da noch? Aha, Dogmeat, los. Ja, will ich gerade nicht. Was heißt eigentlich Warte los? Da. Und los. Aha, verstehe. So ist das gemeint. Dann, was haben wir hier noch? Ein schönes Bild. Noch ein Heizkörper, der wahrscheinlich nicht funktioniert. Wer liegt denn da unten? Warte mal, geht da drüben was? So, machen wir da mal auf. Aha, das war jetzt wahrscheinlich nicht richtig. Ich wollte nur mal schauen, ne? Ich will nichts liegen lassen. Ist das die Waffe, die wir im Vault gesehen haben? War das die? Nee, oder? Ist eine andere wahrscheinlich. So, wie schaut's hier aus? Oh, da ist ja schon die Bauerrüstung. Ups. Das wollte ich jetzt gerade aber noch nicht machen. Klebeband, Silbermedaillon und Skalpell. Da ist nichts. Da ist nichts, nur ein Stuhl. Kristalldekanter. Jo, Malpinsel. Mein schön, Malpinsel. Oh, jetzt fehlen nur noch Wasserfarben. Ich gehe nochmal rein. Ich weiß, es lädt jetzt wieder wahrscheinlich. Ich hoffe, es lädt aber schneller. Bitte? Ja, es tut sich was. Das ist schön. Nochmal hier schnell schauen. Ja, Hundi. Achso, lol, und da ist jetzt nichts, ne? Super, Alex, das hast du wieder fein gemacht. Zocki, du bist ein Traum. Wirklich. Da können Profis noch was von dir lernen. Nee. Das war übrigens Sarkasmus, ja? Also nicht böse sein. Boom. Und es geht schon um, ne? T-Torso, Bauerrüstung. Aha. Fusionskern. Alles drin. Müsste jetzt gehen, ne? Eingang. Schnapp dir die Minigun. Okay. Jawohl. Unser Power Ranger Anzug. Muha. Aha, der Arm und der das Bein hat irgendeinen Dachschaden. Der Hund hat. Wo ist jetzt so eine Mini. Ah, da oben. Wow. Die da. Okay. Na dann, schauen wir mal. Kann man auch mit Quee was machen? Benzinkanister nehmen wir mal mit. Da ist auch einer und... Oh, Klebeband, Schere. Schraubenzieherlein. Dann, benutzter Ölkanister. Verstellbarer Schraubenschlüssel. Sturmfeuerzeug. Was? Wer? Wo hat wer wann? Was? Wer redet da mit mir? Hallo? Hund, was tut das? Glaube ich fast nicht, dass du mit mir sprichst. Was? Warum kommst du nicht runter? Alter. So, da kann ich super treffen, ne? Na, großartig, ne? Nee, vergiss es, da treffe ich gar nichts. Alter. So, jetzt vielleicht irgendwas? Vielleicht hier, Torso. Vielleicht treffe ich wenigstens irgendwas, ne? Probieren wir es mal. Jö. Aha, nachladen vielleicht. So, geht's jetzt weiter? Schauen wir mal. Hat's was gebracht? Ich hoffe doch. So. Jetzt erwische ich so, glaube ich, keinen mehr. Ist da jemand? Hm. Von wo schießen die denn bitte? Muss ich eigentlich von hier runter, oder?
Kann ich darunter oder werde ich da sterben, wenn ich das mache? Von wo schießt denn der Watschka? Ah, ich schau mal, ich treffe doch wirklich was. Wenn ich Glück habe. Oder eben nicht Glück habe. Wow, Fletcher. Ah, da wird's warm, ne? Hat's was gebracht? Ich glaube, ich spring da mal runter. Wow! Himmelsseiten. Da kommt ein großes Mädchen. Bist du... Achso, du bist nur eine Puppe, ne? Wo ist denn da wer? Hundi, ne? Okay, sprinten? Doch, ich kann sprinten. Ich lade lieber mal nach. So, ihr Quatschke, ne? Bam! Wieder mit euch, ne? Jetzt schon? Alter! Was hat denn da gerade Bumm gemacht? War ich das? Ich bin unschuldig. Wow, den hat's drissen. Haha! Uha! Hundi! Ja, hat gepasst. Da ist noch so ein Watschka. Bam! Da drüben ist noch einer. Jawohl! Muha! Sag, da ist böses Viech. Lad nach, Alter. Oh mein Gott. Wow. Stirb, du Sauviech. Todeskralle, okay. Das ist ein unguter Name für ihn. Wow. Du, erwischt mich nicht, du Kerl. Oh doch, er erwischt mich. Ist niedrig, benutze Steampack oder etwas zum Trinken. Okay, also nehmen wir mal eins. Und bam! Hin ist er. Muha! Alter Schwede, alter Schwede, alter Schwede. Feind eliminiert. Juhu! So macht man das. Also, wir haben Kronkorken. Wir haben Todeskrallenfleisch. Igitt, Todeskrallenklaue und die Haut davon. Halt, wo wird geschossen? Wer schießt auf wen? Tut man das? Nein, tut man nicht. Geh sterben, Mistkerl. So hat das zum Ausschauen. Arschkopf. Noch wer? Wer will? Noch da drüben. So, geh ein. Ich muss nachladen. Wie schaut sich mein Leben aus? Ich habe keine Ahnung. Ich nehme mal lieber so ein Steampack. Na komm. Baller. Hey, das hast du fein gemacht, Hundi. So, sind wir leer? Abgeschlossen. Juhu, da freuen wir uns. Juhu. Also, da haben wir Patronen, Impro, Dingensschlüssel, Gasmaske, Lederrüstung, Gurtzeug. Dann haben wir hier Schrottpatronen, kurze, doppelläufige Schrottflinte, Schlagring, Lederrüstung, Sackkapuze, Lederkombi. Hä? Na, komm. Dann, warte, haben wir den da drüben schon? Tap, tap, tap. Irgendwie ist unser Arm wieder gesund geworden. Voll komisch. Kronkorken, Schrottpatronen, Molotow-Cocktail, Steambag, kurzläufige Schrottflinte, also doppelläufige Schrottflinte, so. Raiderrüstung, Sackkapuze und Gurtzeug. Was ist das? Das ist für nix. Okay, was haben wir da? Du bist auch für nix. Dem fällt sogar eine Hand. Upsi, tut mir leid. Nein, tut's nicht. So, was haben wir noch? Gehen wir mal. Huch, Hundi. Gehen wir mal da ausräumen, die Leute. Na, was ist da? Das ist nix. Ist hier irgendwas? Nein. Also ich muss sagen, diese Todeskralle, so gefährlich war die jetzt auch nicht, ne? Corvega Lagerschlüssel. 308 Patronen. Also 308er Patrone, so. Wahrscheinlich Steampaket, Jagdgewehr, Raiderrüstung. Raiderrüstung nochmal, nochmal und Gurtzeug. Zeug, dann nochmal Patronen, Steampack, da Raffel, leichte Rüstung. Oh, ich bin voll. Hundi, komm mal her. Aha, okay, das geht so nicht. Wow, jetzt bin ich aber ganz schön schier überfüllt, ne? Molotow und so weiter. Dann hier, das nehmen wir auch alles mit. So. Alter Schwede. Ah, jetzt, warte. Komm her. Komm her. Ja, fein.
Ich möchte gern handeln. Hilf mir bitte tragen. Alter Schwede. Und zwar, ich würde sagen, das Hündchen soll vielleicht... soll vielleicht diese Sachen da tragen. Diese... So. Brauche ich die Benzin? Ich lasse die mal hier, oder? Vielleicht brauche ich die für mein Gerät da. So. Blechdose, diese Rüssel. So, das kann er auch haben. So, Barfoot. Achso, warte, nein, Barfoot nicht. Hoppala, Hopperchen. Das lasse ich bei mir. Bunsenbrenner, das kann er haben. Das sind Äpfel. Okay, lassen wir es vielleicht mal. Erkennungsmarken kann er haben. Den Kuchen lasse ich mal. Fusionszelle. 16 Stück noch. Nein, lasse ich vielleicht auch nochmal. Puh, wie, weil, ja, okay. Ja, also, der Schwede, das ist ein Wahnsinn. Golduhr, die Glühbirne kann er haben. Einen Topf. Hinterbein. Aha. Haarbürste, die Haar... Nein, die Klammer nicht, die brauchen wir zum Aufbrechen. Alter Schwede, ne? War natürlich eins zu viel. Haarbürste, die Blume kann er haben. Ja, Pistole, wir haben das 6 Stück, ne? Ich werde jetzt nur eine für mich behalten, den Rest kann das 100 haben. Menge, ach so, wahrscheinlich wie viel lagern soll, dann sind es 5. So, 5, okay. Dann hier dasselbe. Also auch nur 5. Dann, das will ich behalten. Die Kaffeekanne kann er haben. Boah, der Hund kann viel tragen, ne? Klebeband. Die Kochplatte. Den Schraubenschlüssel. Das kann er haben. Das dabei. Das Zeug. Da kann er von mir das was haben. Da auch. Da auch. Sind wir schon wieder leichter? Ja, wir sind leichter. Gut, ich lasse es mal. So, das ist mir zu viel... Schon wieder falscher Knopf, nehme ich mir. Das ist mir zu viel Zeit. Ach so, da gibt es ja noch mehr zum Ausräumen. Schrotpatrone, wieder eine Schrotflinte, Rüstungen. Liegt noch, da drüben liegt noch einer. Wieder Patrone, Pistole, Rüstungen, Kapuze, Lederkombi. Gibt es noch mehr Leichen? Da ist noch jemand. Alter, aua, der hat den jetzt auch böse erwischt. Kronkorken, Patronen, Automatikpistole, Lederrüstung, Gurtzeug. Okay. Puh. Noch irgendwo jemand? Glaub nicht jetzt, oder? Das müsste es gewesen sein. Wei. Das ist einfach mal eine Pfütze, ey. Brichst dir beim Reingehen fast einen Fuß. So, da können wir dann... Boah, da haben wir Sachen zum Erkunden. Bist du gescheit. Was haben wir hier? Weißt was? Ich lasse das mal, oder? Ach, nehmen wir es mit. Was wir haben, haben wir, ne? So, schauen wir da noch rauf. Jetzt sind wir eh bewaffnet. Da ist... Ah, schau, da ist was. Boah, kriege ich das? Hui. Ja, ja, ja. Superkleber. Sehr schön. Wandsafe. Experte. Die bekomme ich so nicht auf. Naja, da muss man noch üben. Ist schon gut. Übung macht den Meister. Schau, Patronen noch mehr. Impro-Revolver-Gewehr. Noch mehr Patronen. Da ist da halt... Na, schaut nicht aus, dass da was wäre. Das ist einfach mal ein Haus, ne? Viel frische Luft. So, ups. So, Hundi, da sind wir fertig. Dann würde ich sagen, wir gehen einfach wieder zurück, ne? Kontrollieren noch einmal, ob hier irgendjemand noch was anhat. Das geht natürlich nicht. Boah, ne, da kannst du... Was? Da? Achso, du Hund. Mann, ey, da bist du gar nicht mehr fertig, ey. Jo, Mann, ey. Noch mehr Kaffeetässchen. Die nehmen wir natürlich alle mit. Zur Not muss das Hundi wieder was tragen. Auch hier haben wir Kaffeetassen. Das machen wir gleich mal auf. Was haben wir hier drin? Da ist was. Barfood, yeah. Da haben wir auch was. Kronkorkenvorrat. Boah, ey. Tischventilator. Ist das alles hier? Ja. Ein bisschen Krempel, wenn man bedenkt, findet man doch hin und wieder mal also an, ne? Ganz ausgeplündert und geraubt haben die Leute die Häuser gar nicht. Ja gut, ne, mit Kronkorken, wer denkt daran, ne, dass man da sowas mal brauchen könnte? Ich bin ja auch gespannt, wofür das gedacht ist.
Ist hier noch irgendwas? Hallo? Nein? Okay. Ich glaube, kommen wir da rauf, wenn wir... Ich glaube nicht. Nein. Okay. Hui! Bam! Dann gehen wir wieder weiter. Huch! Da raus, bitte. So. Hallo, Freund oder Feind? Wer hat noch nicht, wer will nochmal? Nein. Sind wir, glaube ich, fertig. Das haben wir echt... Waren wir da schon drin? Ich glaube nicht, oder? Boah, oh Gott, ich sehe schon, da gibt's Graffel. Beutel Düngemittel. Im Ernst? So was gibt's auch? Kombischraumschlüssel. Ich meine, es gibt hier noch Düngemittel? So was gibt's? Ich hätte echt gedacht, dass man vielleicht, weiß ich nicht, selber da so einen Misthaufen anlegen muss. Ölkanister. Pümpel. Sehr gut. Das Klo, wenn es verstopft ist, wir sind gerettet. Wir sind gerettet. Wahnsinn. Blechdose. Aluminiumdose. Sturzhelm, genau. Schutzhelm. Sehr schön. Was haben wir hier? Nuka-Cola-Flasche. U-Bahn-Marke. U-Bahn-Marken, okay. Was ist dann auch noch von Nützen? Glühbirnchen. Das ist nur Krempel. Hier, was haben wir da? Sicherungen. Sowas gibt's alles noch? Also ich hätte echt gedacht, dass solche Sachen sofortigst geplündert werden. Schon vor Jahrhunderten. Also wir können das wirklich so sagen, vor Jahrhunderten. Wir sind ja schon eine alte Frau. Auch wenn wir uns gut gehalten haben. Da sieht man es wieder mal, ne? Kalter Kaffee macht schön, heißt es immer, ne? Ja, bezogen auf die Kyro-Stasis. Ist da irgendwas? Nein. Ja, ich muss den Part beenden, ne? Aber dieses eine Häuschen noch. Und dann gehen wir Ruhe. Was haben wir da? Chat und Med X. Aha. Wow, Hund springt. Mach keinen Selbstmord, bitte. Ist da irgendwas? Na, das war nur eine Pfütze. Ist hier noch irgendwas? Nein, da sind wir rein, ne? Und da drüben, da geht nichts weiter. Perfekt. Dann können wir da runterhüpfen? Es würde Zeit sparen. Werde ich sterben? Ich schau mal. Ah! Alter. Beschädigte oder zerstörte Bauerrüstungsteile können an Bauerrüstungsstationen repariert oder über den Bip-Boy ersetzt werden. Okay. La 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 la. Ah, da ist noch ein Haus. Verflixt, da werden wir nie mehr fertig. Eine Kirche. Eine Kapelle oder so einmal, ne? Also so kleine Kirchen sind ja eher Kapellen, ne? Hallo. Wie er sein Pult umklammert, ne? Ja, Hundi. Da ist nichts, habe ich schon gesehen. Ich tue nur Zeit vertrödeln, ich weiß. Entschuldige bitte. Na toll, die beiden, ne? Es ist schlimm. Es ist schon schlimm. Aber eines Tages können wir vielleicht solche Städten wieder also wieder herrichten, schön machen, wenn die Bedrohungen eliminiert sind, vernichtet sind. Vielleicht eines Tages. Vielleicht wird die Welt wieder schön. Bis der Mensch sich wieder von selbst umbringt. Was ist das? Können wir das? Fusionszellen. Oh. Oh. Boah. Alter Schwede, da muss genau schauen. Das ist ja voll fies. Hundi, wo willst denn du hin? Ich will eigentlich ins Haus zurück. Gibt's hier was umsonst? Ich glaube nicht, oder? Der rennt einfach nur so zum Spaß. Passt. Wir gehen ins Häuschen zurück. Oder kurz davor. Im nächsten Part zurück. Nicht, dass sich da noch was jetzt da aktiviert. Und ich bedanke mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!